Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal ein frohes neues Jahr. Ja, ich war jetzt glaube ich über einen Monat nicht mehr hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob euch was auffällt, ich hoffe schon. Denn ich habe seit heute, passenderweise, heute wollte ich wieder anfangen zu filmen, ein neues Objektiv. Und ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen besser zu sehen. Besser im Fokus. Ich habe mir von Canon ein 50mm Objektiv 1,8 gekauft. Hat 104 Euro gekostet bei Amazon. Habe ich ein Schnäppchen gemacht. Die nächsten Tage war es nämlich schon wieder teurer. Ja, genau. Ich hoffe, die Bildqualität ist jetzt dadurch ein bisschen besser. Und genau. Jetzt starte ich aber wieder voll durch. Und zwar erstmal, indem ich den Müll aus dem alten Jahr beseitige, was so viel heißt wie aufgebraucht Dezember. Im November gab es kein aufgebraucht Video von mir, weil ich es zeitlich einfach irgendwie nicht geschafft habe. Ganze Weihnachtsstress hat mich da irgendwie nicht so... Ich habe es zwar gefilmt, aber ich bin ehrlich gesagt nicht zum Schneiden gekommen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt Ende Dezember brauchst du auch kein November aufgebraucht Video mehr online zu stellen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es jetzt Anfang Januar für den Dezember. Genau, jetzt habe ich aber auch genug vorweg gequatscht. Ich lege jetzt mal los. Habe meine Kiste hier auf dem Schoß und fische jetzt hier wahllos die Produkte raus. Und dann fällt mir als erstes in die Hände von Dresdner Essenz die Ruhepause. Das ist ein entspannendes Badesalz mit Lavendel und Hopfen. Halt mal ein bisschen weiter, ich hoffe, die Kamera fokussiert das jetzt vernünftig. Und genau, das war in der Wanne nicht mehr so meins, muss ich sagen, weil es mir doch zu stark nach Hopfen gerochen hat. Der Lavendel wurde leider total durch den Hopfen übertüncht und ja, also ich würde es mir nicht nochmal kaufen, weil ich den Geruch im Wasser eigentlich überhaupt nicht mochte. Ja, schade drum, aber ist so. Andere Lavendelbäder finde ich durchaus viel besser. So, das nächste, was ich dann aufgebraucht habe, ist von Kiko der Cleansing Foam. Den hatte ich mir jetzt nochmal gekauft, habe jetzt aber doch festgestellt, dass er über kurz oder lang mir doch die Haut ziemlich austrocknet, denn kurz nachdem ich den mit warmem Wasser wieder abgemacht habe, also abgespült habe, spannt meine Haut doch schon ganz schön und das Gefühl fand ich nicht besonders angenehm. Deswegen werde ich mir den jetzt nicht nochmal kaufen. Ja, ansonsten, wenn ihr vielleicht eher normale oder Mischhaut habt, kann das eher was für euch sein, weil ich habe eher trockene Haut und ja. Deswegen werde ich mir den nicht mehr nachkaufen, obwohl ich ihn eigentlich vom Geruch und auch vom Auftrag oder wie man das auch immer bei so einem Schaum halt nennt, ganz gut finde. Aber halt dieses spannende Gefühl nach der Benutzung auf der Haut fand ich dann auf Dauer gesehen nicht mehr so angenehm. Dann habe ich aufgebraucht aus meinem Adventskalender 2015 von Biotherm das Blue Therapy Serum in Oil Night. Ich packe das mal kurz aus. Dieses kleine Fläschchen habe ich aufgebraucht. Da waren, ich meine 10 Milliliter, genau 10 Milliliter waren drin. Das fand ich echt ganz angenehm. Ja, ich muss mal gucken, was das kostet. Das habe ich jetzt bei Douglas noch nicht geschaut, denn aktuell habe ich kein Serum mehr da. Und da ich das eigentlich ganz gut fand, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir davon eine normale Größe nachkaufen werde. Muss ich mal nachschauen, habe ich noch nicht gemacht. Ja, jetzt ist mir gerade kurz die Kamera ausgegangen. Akku war alle. Mal eben gewechselt. Jetzt geht es schnell weiter. Und zwar mit den Balea Antifalten Augenpads. Die habe ich auch letzten Monat komplett aufgebraucht. Finde ich total super.
wenn man am Abend vorher ein bisschen länger auf war und morgens dann nicht ganz so frisch aussieht, schmeißt man sich die einfach 20 Minuten unter die Augen. Die kühlen angenehm und ja, man sieht dann doch deutlich wacher aus nach der Benutzung. Habe ich schon wieder nachgekauft, werde ich auch immer wieder nachkaufen und finde ich einfach super. Dann habe ich was zu trinken auch gebraucht, und zwar von Teekanne den Sweet Kiss Erdbeer-Kirschtee. Finde ich super lecker. Würde ich auch nochmal nachkaufen, aber jetzt akut nicht. Ich nehme den ab und an mal wieder ganz gerne mit, aber ja, teste mich dann da immer nochmal durchs Sortiment. Aber darauf greife ich dann doch immer wieder mal zurück. Ja, mag ich gerne. Wenn wir jetzt schon gerade beim Essen sind, habe ich einmal von My Müsli die Notes in Himbeer-Kokos-Kirsch aufgefuttert. Das ist so ein Porridge. Den hatte ich auf der Arbeit so mal als Mittagessenersatz. Wenn ich abends dann was Warmes gegessen habe, habe ich halt das hier als Mittagessen immer gegessen. Geht relativ schnell alle irgendwie, leider. Und ja, mag ich echt gerne, kaufe ich immer wieder nach. Gibt es auch bei DM und beim Rewe, bei uns gibt es die zumindest beim Rewe. Ob es die jetzt sonst noch irgendwo anders gibt, kann ich leider nicht sagen, aber sonst auf der My Müsli-Seite gibt es die auf jeden Fall. Kann ich echt empfehlen und würde ich auch auf jeden Fall nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Garnier Skin Active die Hydra Bomb Tuchmaske für trockene und sensible Haut, die rosane Variante. Die habe ich mir vor einer Woche oder so mal aufs Gesicht gelegt, während ich in der Badewanne lag. Ja, ich muss einfach auch hier wieder feststellen, ich bin absolut kein Tuchmaskenfreund. Ich fand dieses Gefühl auf der Haut einfach nicht angenehm und allein auch schon diese Maske auszupacken, die ist so glibbrig und ja, weiß ich nicht, das ist einfach nicht meins. Ich bin, ja, wie ich jetzt auch wieder festgestellt habe, einfach dieser, ja, Nicht-Tuchmaskentyp, nennen wir es mal so, mir fällt das andere Wort jetzt leider gerade nicht ein. Und ja, ich fand sie jetzt auch von der Wirkung her nicht so überragend, dass ich sie mir jetzt nochmal neu kaufen würde. Mal abgesehen davon, dass ich, wie mehrfach jetzt schon erwähnt, absolut kein Tuchmaskentyp bin. Dann habe ich nochmal gebadet und zwar in TT-Sept Wintermärchen. Winterliches Pflegebad, Granat, Apfel und Nelke. Fand ich ganz angenehm. Es hat auch so ein bisschen Glitzer mit drin. Das sieht man so ein bisschen auf der Wasseroberfläche, dass das so einen leichten Schimmer dann hat in der Badewanne. Und ich muss auch sagen, selbst nach dem Duschen, nachdem ich mich mit Duschgel eingeschmiert und sauber gewischt und was weiß ich nicht noch alles habe, hatte ich noch Glitzer auf der Haut. Und das auch sogar, glaube ich, noch nach dem nächsten Duschen. Fand ich nicht so mega schlimm, aber es war trotzdem irgendwie merkwürdig, dass man noch so viel Glitzer nachher an sich hatte. Vom Geruch fand ich es gut und könnte ich mir auch vorstellen, das nächsten Winter nochmal wieder zu kaufen. Roch ganz nett. Du, was haben wir hier noch? Dann habe ich hier einmal aus dem Bereich Gesichtspflege von Vichy die Norma Derm porenklärende und beruhigende Reinigungslotion. Die fand ich gut. Die habe ich immer nochmal so als Gesichtsreinigungsabschluss abends verwendet. Das hat auch wirklich nochmal die letzten Make-up und ja, Fettreste sozusagen vom Gesicht runtergenommen.
Die habe ich mir jetzt auch wieder nachgekauft. Ist nicht ganz günstig mit 12, 13 Euro, aber man braucht nicht viel davon auf dem Wattepad. Das Produkt ist relativ ergiebig. Und ja, von der Wirkung her fand ich die einfach klasse, deswegen habe ich sie mir jetzt nochmal wieder nachgekauft. Dann habe ich außerdem auch gebraucht die Alpen-Salbei-Kräuterbonbons von Ricola. Die habe ich jetzt zum Winter hin wieder vermehrt gegessen sozusagen, wenn ich Halsschmerzen hatte, was leider des Öfteren mal wieder vorkam. Und dafür sind die echt gut. Die beruhigen den Hals so ein bisschen und man hat nicht mehr so Halsschmerzen. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Aktuell, da ich jetzt akut wieder Halsschmerzen habe, habe ich Doritrizin. Das beruhigt den Hals noch besser. Und aber so für zwischendurch sind die hier immer ganz gut. Wo wir gerade davon sprachen, ich muss noch mal einmal einen Schluck Tee aus meiner Tasse trinken. Dann habe ich auch gebraucht von Rival de Loop die Hydro Booster Pflegekapseln. Die fand ich echt klasse. Die habe ich ganz oft nach dem Duschen verwendet, als Pflege nach der Dusche. Dusch meistens abends und dann habe ich das quasi als Abendpflege sozusagen verwendet, ohne mir dann nochmal zusätzlich Cremes aufzutragen, weil die sind so feuchtigkeitsspendend, diese Kapseln. Hätte ich nicht gedacht, also die werde ich mir auch auf jeden Fall, wenn ich mal wieder im Rossmann bin, nachkaufen. Und die reichen für 7 Anwendungen. Ich habe sie jetzt nicht eine Woche durchgenommen, sondern halt hin und wieder mal nach dem Duschen. Und ja, fand ich echt klasse. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal wieder nachkaufen. Die waren echt gut. Dann ein Produkt aus meinem diesjährigen Adventskalender von Starskin, die Smoothing Biozellulose Second Skin Eye Masks. Das ist quasi sowas wie die Augenpads von Balea, die ich vorhin schon gezeigt habe. Nur fand ich diese wesentlich unangenehmer. Die sind ganz dünn und auch so glitschig wie so eine Tuchmaske. Und das... ja, das ist einfach nicht meins. Die haben überhaupt nicht unter dem Auge gehalten, weil die so feucht und nass waren, dass wirklich jede Bewegung der Gesichtsmuskeln dazu geführt hat, dass diese Pads runtergerutscht sind, sich verschoben haben. Und ja, das war einfach kein angenehmes Gefühl. Und gut, war jetzt zur einmaligen Anwendung und ich weiß, dass ich mir diese hier auf gar keinen Fall so kaufen werde. Ist ja auch schon mal eine Erfahrung, spart Geld. So, was haben wir denn hier noch alles? Ganz schön viel aufgebraucht, wusste ich gar nicht mehr. Dann habe ich von Salt House eine Maske aufgebraucht und zwar die Mineral- und Heilerde-Maske. Die fand ich ganz gut und ja, wenn ich mal Pickel habe, was jetzt leider manchmal ein bisschen öfter vorkommt, benutze ich solche Masken ganz gerne. So Heilerde, Mineralmasken, davon habe ich noch ein paar, die werde ich jetzt auch nach und nach aufbrauchen. Ja, die hier werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal wieder nachkaufen, weil die echt gut war, die ist angenehm auf der Haut. Hinterlässt echt ein gereinigtes Gefühl und ja, ich finde sie gut und würde sie auch nochmal wieder kaufen, wie gesagt. Dann auch aus meinem letztjährigen Adventskalender, aus dem Adventskalender 2015 auch, aus dem 24. Türchen, das war nämlich die einzige Full-Size-Größe, die in dem Adventskalender drin war, von Biotherm, die Biome Anti-Age ist gar nicht Age-Delaying Hand and Nail Treatment, also
altersverzögernde Hand- und Nagelcreme. Und die hatte ich im Büro stehen. Die haben wir, ja, quasi meine Kolleginnen und ich zusammen aufgebraucht sozusagen. Das war unsere Bürohandcreme und ja, die war echt ganz gut. Zum Schluss haben wir hier unten dann auch noch den Deckel abgedreht und die letzten Reste noch hier aus dem Tübchen rausgequetscht. Ja, die fand ich ganz gut, aber ich habe im Moment noch so viele Handcremes, dass ich jetzt erstmal keine nachkaufen bräuchte. Aber wenn, könnte ich mir auch mal vorstellen, die nochmal zu kaufen, wenn sie nicht allzu teuer ist. Ne, weil es war jetzt nicht so mega überragend, dass ich jetzt sagen muss, wow, ich muss jetzt nur noch diese Handcreme haben. Aber ja, wenn sie nicht so teuer ist, würde ich sie mir auch durchaus nochmal wieder nachkaufen. So, es ist ein Boden zu sehen hier in diesem Karton hier auf meinem Schoß. Dann habe ich nämlich noch des Weiteren aufgebracht von Manhattan den Wake-Up Concealer in der 001 Naturell. Sieht zwar jetzt nicht ganz so leer aus, aber ich kriege da nichts mehr raus und ich kriege auch den Stopper nicht entfernt irgendwie. Weiß ich auch nicht, bin ich da doof für. Ja, ist ein super Concealer, finde ich echt gut. Würde ich mir auch durchaus nochmal wieder nachkaufen. Im Moment habe ich einen anderen Concealer, den ich nicht ganz so gut finde, obwohl er ziemlich gehypt ist. Ich habe nämlich aktuell den von Catrice, diese Liquid Camouflage. Ich finde, die macht bei mir so einen richtig cakeigen Look. Das mag ich nicht so gerne. Ich werde den noch aufbrauchen, aber mir dann auf jeden Fall wieder den Wake-Up Concealer nachkaufen, weil ich den deutlich besser finde. So, dann habe ich aufgebraucht von Rival de Loup den ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner. 50 ml, das war die kleine Reisegröße, die ich mit in den USA hatte. Da habe ich sie zwar nicht angefangen zu benutzen, die habe ich jetzt erst angefangen zu benutzen, als ich wieder in Deutschland war. Ich fand ihn ganz gut. Für Reisen kann ich mir auch durchaus vorstellen, den nochmal wieder nachzukaufen, weil der von Manhattan ja, glaube ich, eine 125 ml Größe ist und man die ja nicht dann ins Flugzeug zum Beispiel mitnehmen kann. Den hier kann ich mir, wie gesagt, für Reisen durchaus nochmal wieder vorstellen nachzukaufen, weil der echt ganz gut war. Aber der von Maybelline ist immer noch mein Favorit. Dann habe ich noch einmal aufgebraucht von Kiko die Unforgettable Waterproof Mascara. Wobei aufgebraucht ist gar nicht das richtige Wort, sie ist mir eingetrocknet. Ich zeige euch mal kurz, es bröckelt schon wieder fröhlich vor sich hin. Leider. Das Bürstchen sieht so aus. Das ist so ein bisschen gebogen. Und ja, die gibt halt kaum noch Farbe ab. Bröckelt am Rand so leise vor sich hin. Und ja, kann ich halt einfach nicht mehr benutzen. Fand ich aber echt ganz gut. Und würde ich mir aber trotzdem nicht nochmal wieder nachkaufen, weil ich eine andere wasserfeste Mascara nutze, die ich deutlich besser finde und an die ich auch deutlich besser rankomme. Ich komme nicht so oft zu Kiko und in den DM, um meine Catrice Glam and Doll Waterproof nachzukaufen. Diese blaue, die kennt ihr sicherlich alle. Da bin ich wesentlich schneller, deswegen muss ich nicht unbedingt diese hier nochmal haben. Aber an sich fand ich sie ganz gut. Die Wimpern ganz schön getrennt und ja, schön Augenaufschlag gemacht sozusagen. So, das letzte Produkt hier aus meiner Wunderkiste. Von Nivea die Creme Soft Handseife. Die habe ich in unserem Seifenspender im Bad jetzt auch schon wieder nachgefüllt. Die habe ich mir nämlich nochmal nachgekauft. Die finde ich echt super. Die ist mit Mandelöl
Und die trocknet die Haut nicht so aus beim Händewaschen. Man hat echt ein angenehm gepflegtes Gefühl nach dem Händewaschen. Und ja, würde ich sagen. Und sie riecht so schön nach Nivea. Ja, man hat jedenfalls einen super Nivea-Duft auf den Händen. Und ja, einfach supi. Ist nochmal nachgekauft. Ja, meine Lieben, dann war das jetzt das letzte Produkt aus meiner Kiste. Wie ihr seht, sie ist leer. Ja, jetzt sammle ich wieder neu für euch für den Januar. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt wieder häufiger dazu komme, Videos zu drehen. Hab auf jeden Fall schon ein paar Ideen. Und ja, freue mich jetzt auf 2017, auf neue Videos. Ich hoffe, dass meine Community noch ein bisschen wächst. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren vielleicht mal schreibt, was ihr im Dezember so aufgebraucht habt. Vielleicht auch, was eure Favoriten in diesem letzten Jahr gewesen sind. Und ja, lasst mich das gerne wissen. Oder wenn ihr Videovorschläge habt, lasst mich das auch gerne wissen. Dass ich vielleicht mal weiß, was ihr gerne gucken möchtet, was ihr gerne nochmal von mir sehen würdet. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis bald. So. Und schwuppsdiwupps geht's weiter. Wenn die Kamera jetzt mich hoffentlich fokussiert hat. I hope so. Was schaffst du denn? Bewegt die Alte sich zu viel, ne? Kannst du gar nicht haben. Kannst du gar nicht haben. Was hast du denn? Rasse. Kann du nicht mich fokussieren? Nimmt der überhaupt noch auf? Nimmst du mich nur auf? Ich weiß das gar nicht. Teste das gleich mal. Ich hoffe, der nimmt mich nur auf.